Willkommen, liebe Zuschauer. Es gibt neues, bisher zum Teil unveröffentlichtes Material über Prinzessin Diana. Videos, die sie als Kind zeigen, wie sie spielt, wie sie Sandburgen baut. Diese Bilder hat Dianas Bruder Charles Spencer jetzt für eine Dokumentation zur Verfügung gestellt. Die läuft heute Abend im britischen Fernsehen. Wir können Ihnen schon ein paar Ausschnitte zeigen. Gleich ein echtes bayerisches Original. Wolfgang Viereck liebt sein Motorrad und er vertraut seiner Frau. Sie durfte seine Maschine jetzt mit einem Farbklecks verzieren. In einer Minute erfahren Sie mehr. Hier ist wieder Leute heute live aus München. Wolfgang Viereck, wenn er nicht gerade vor der Kamera steht, kurft er am liebsten mit seinem Motorrad durch die USA. Er ist ja wirklich ein leidenschaftlicher Motorradfahrer und die nächste Tour in Amerika steht schon an. Meine Kollegin Claudia hat ihn vor seinem Abflug noch getroffen. Königin Maxima musste heute endgültig Abschied von ihrem Vater nehmen. Jorge Zorreguieta ist nach nur 2 Tagen nach seinem Tod in Argentinien beigesetzt worden. Die Königin war rechtzeitig nach Buenos Aires gekommen, um seine letzten Stunden mit ihm verbringen zu können. Auch ihr Mann, König Wilhelm Alexander, und die 3 Mädchen waren bei der Beerdigung dabei. Weitere Leute heute. So, und jetzt, meine Damen, festhalten, es geht um Männer und Muskeln. Hollywood-Stars und ihre nackten Oberkörper. Wir haben uns die Sixpacks der Promis mal genauer angesehen. Die schwedischen Royals müssen einen unglaublich großen Kleiderschrank haben. Da wird nichts weggeworfen, kein Schwangerschaftskleid, kein Mantel. Ganz nach dem Motto, die Mode wiederholt sich ja sowieso immer, wurden sogar Kleider von Königin Silvia aus den 70ern aufgehoben. Und die Sachen hängen nicht nur im Schrank, sie werden auch noch getragen. Das war's von uns. Wenn Sie Lust und Zeit haben, schauen Sie morgen wieder rein. 17:45 Uhr, Leute heute im ZDF. Ich würde mich freuen. Bis dann. Tschüss.